Willkommen zum neuen Video. Heute werde ich in meine weiteren Pläne einweihen, wie es ja, mit meiner Reise weitergeht. Und zwar habe ich kurzfristig beschlossen, dass ich ja, Mexiko verlassen werde. Und zwar, um auch mal ein bisschen an Insight zu geben, ich habe ja, bevor ich beschlossen habe, nach Mexiko zu gehen, habe ich ja schon das Business Visa in Bali mir geholt. Was mich 500 Euro gekostet hat, dass ich dort eben einreisen kann und eben 60 Tage bleiben kann. Aber, ja, hab sogar schon einen Flug gebucht und alles und ja, und dann hat es geheißen, ja, Bali macht die Grenzen zu. Super. Dann ist mein Flug gecancelt worden und ja, dann hat es geheißen, glaube ich, bis zum 14. Jänner oder so. Dann habe ich wieder einen Flug gebucht. Was ist passiert? Richtig. Sie haben die Sperre des Landes weiter ja, nach hinten ausgeschoben. Dann war es der 28., dann war es der 8. Februar. Und zwischenzeitlich habe ich mir gedacht, okay, ich muss eh aus Österreich raus. Ja, viele Optionen habe ich da nicht gehabt. Ohne wirklich viel Geteste oder Quarantäne in Länder einzureisen. Georgien wäre nur ein Ort gewesen, was ich mir vorstellen hätte können. Speziell zwecks einer Kontoeröffnung wäre das sehr gut gewesen. Allerdings hat Georgien ebenfalls mit Quarantäne und Test so hätte man einreisen können. Bei mir war das dann alles viel zu stressig und dann habe ich eben geschaut, okay, in welcher Land kann man nur einreisen ohne Test, ohne Quarantäne, und das waren sehr wenig Länder zur Auswahl und eins war davon Mexiko. Und deswegen bin ich hier in Mexiko im Endeffekt. Mexiko ist super gut, nur wenn ich jetzt langfristig denke, okay, wenn ich da jetzt nur einige Monate verbringen würde, dann ist es so, dass mein Business Visa in Bali auslaufen würde. Und die haben vor kurzem jetzt am 8. Februar wieder aufgemacht mit einer 5-tägigen Quarantäne in Jakarta. Genau. Und ein weiterer Grund, also okay, die 500 Euro fürs Business Visa, das ist jetzt, ja, das tut jetzt nicht extrem weh, aber es tut schon weh, ne? Wenn ich mir denke, okay, 500 Euro für nichts, weil ich muss es ja dann wieder beantragen. Deswegen bin ich eben nach Mexiko. Und jetzt bin ich ungefähr nicht ganz einen Monat in Mexiko und ich muss zugeben, Mexiko ist nicht ganz so günstig, wie ich mir vorgestellt habe. Also, wie zum Beispiel Bali. Ja. Wenn man zum Beispiel in Mexiko nach einem Airbnb sucht, dann wird zum Beispiel, keine Ahnung, 600 Euro angezeigt in der App, dann geht man rein zum Reservieren und dann steht da auf einmal 800 Euro und mehr. Und das ist halt dann schon ein Budget, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt für das erste Jahr, wo ich nur sehr viel Fokus aufs Business legen will, zu viel. Im Endeffekt, wie gesagt, bin sehr minimalistisch, wenn es jetzt ums Business geht, bin ich, ja, da gebe ich einiges aus. Da probiere ich mich auch aus, das ist, aber das sind keine Kosten, wo ich mir denke, das sind einfach eher Investitionen und Investitionen tätige ich ja gern. Aber wenn es um mein persönliches Leben geht, zumindest jetzt, wo einfach mein Main-Fokus noch ist, mein Business wachsen zu lassen, ist es für mich persönlich schwierig, irgendwie, keine Ahnung, 1000 Euro auszugeben im Monat. Klar, möglich wäre es, das wäre kein Problem, nur mir ist das Geld zu schade, zumindest jetzt nur in dem Jahr. Solange das Business nicht auf einen wirklich soliden, fünfstelligen Gewinn ist, will ich das auch nicht machen. Und ich will mir jetzt auch in diesem Jahr nicht viel auszahlen. Deswegen, ja, lang geredet um den heißen Brei. Ich habe jetzt, da ja Bali am 8. Februar aufgemacht hat, habe ich jetzt den Flug gebucht zurück nach, also über Europa, nach Bali. Werde dort in Jakarta 5 Tage in Quarantäne verbringen und dann weiterreisen nach Bali. Ich habe schon gesehen, die Unterkünfte in Bali sind spottbillig, unglaublich. Teilweise Villen um 200 bis 300 Euro im Monat mit
Private Pool und wesentlich besseren Internet als wir in Mexiko. Deswegen, ja, ist jetzt wieder angesagt, die Koffer zu packen und abzudüsen. Ich werde sicher eventuell nächstes Jahr, übernächstes Jahr wieder nach Mexiko kommen und ein bisschen mehr erkunden. Aber wenn man sich jetzt das Ganze, ja, rückblickend betrachtet, was vielleicht überhastet, hätte vielleicht in ein anderes Land, vielleicht in ein Nachbarland derweil einmal abwaschen können und dann nach Bali gehen. Gelohnt hat es sich schon. Wie gesagt, das Land ist super, ich habe ein bisschen was erlebt. Ich habe einige coole Leute kennengelernt, wie zum Beispiel den Johnny und die Kathy, mit denen ich ein Interview gemacht habe, und einige andere mehr. Was sehr, sehr cool zu sehen, mit welchen Geschäftsmodellen andere ihr Geld verdienen. Echt coole Sache. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, dieses Jahr ist noch Sparen angesagt und ich muss schauen, dass ich meine Kosten senke. Denn, ja, das ist jetzt einmal zur persönlichen, wie es jetzt weitergeht für mich. Geschäftlich läuft es alles wunderbar. Jänner ist super gelaufen mit über 4000 und der Februar läuft auch schon gut an. Wenn auch ein bisschen, ich erwarte ein wenig weniger, da die Tage ja im Februar auch weniger sind. Genau, schauen wir. Die drei Content-Projekte sind in der Mache und ich habe jetzt schon ein viertes in der Planung. Die Nische ist eigentlich fast zu gut, um sie nicht zu machen. Deswegen werde ich wahrscheinlich dann aufstocken auf vier Projekte. Im Laufe der nächsten Wochen werde ich dann alles finalisieren und dann delegieren. Genau, soweit so gut. Ja, Investitionen soweit laufen megamäßig. Wenn jemand den Kryptomarkt im Blick hat, die Investitionen, also mein Vierjahresplan, den muss ich so, ja, mache, also geht megamäßig auf. Ich habe extrem gute Einstiegspreise gekriegt und das Vermögen wächst immer weiter. Und ich habe auch vor, ich werde dann ein Video machen dazu, vielleicht direkt im Anschluss. Ja, in was ich so investieren werde, wenn ich dann sozusagen, wenn meine Investitionen aufgehen. Genau, wenn wir vielleicht im nächsten Video darüber reden. Gut, das war's mit dem kleinen Update. Wie gesagt, am 23. geht's los, also letzter Tag, wo ich hier bin in Cancun, im Selina. Dann geht's ab zum Flughafen, also zuerst am Vortag Covid-Test. Ja. Und dann ab zum Flughafen, dann geht es zuerst nach New York, dann geht es nach Dubai, glaube ich, und dann geht es nach Jakarta. Also es ist ein 30 Stunden Flug, 12 Stunden von Zürich daher war schon krass für mich. Ich bin gespannt, wie krass ein 30 Stunden Flug wird. Gut, dass ich danach 5 Tage Quarantäne habe, da werde ich wahrscheinlich eh meinen Jetlag ausschlafen können. Gut. Soweit ein kleines Update. Lasst mir gerne wissen, was ihr davon haltet. Gebt mir gerne ein Like auf das Video und vergesst den Channel zu abonnieren. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder.